Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu No Man's Sky mit einem Clan Guide. Clan, der wird ein bisschen umfangreicher werden. Also, es geht darum, Frachter-Upgrades zu farmen. Man sieht im Endeffekt hier bei meinem Frachter, ich war schon fleißig. S-Upgrade, 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 das ist für Abwehr und Kampffähigkeiten. Eigentlich upgradet man die Frachter mit dem geborgenen Frachtermodul für die Fregatten. Da Expeditionsgeschwindigkeit gibt es, Erkundungs- und Wissenschaftsfähigkeiten bei allen Expeditionen. Hierin ist schon alles voll. Die Expeditionseffizienz für den Treibstoff finde ich am besten, weil die brauchen weniger Saft, dann die fressen den ja eh wie nix. Dann haben wir noch den Geoscanner, der die Industriefähigkeiten erhöht. Und Handelsfähigkeiten bei allen Expeditionen. So, kurz mal dazu. Auch hier die Hyper-Andrum-Reichweite-Effizienz, das habe ich auch gefunden. Das betrifft dann wiederum den Frachter selbst, soweit ich das jetzt behirnt habe. Und nicht die Fregatten, aber wurscht, wenn man es kriegt, hat man es. Also, ihr seht, ich habe das alles da schon. Wo habe ich es her? Also, es hat immer geheißen, geht's und sucht ein reiches System, springt's dahin. Dann aktiviert den Notfallübertragungsempfänger mit dem Trick, den ich euch gleich wieder zeige. Da gibt es wieder dazu, deswegen wieder. Könnt ihr, sobald ihr ein System gefunden habt, das S-Klasse hergibt, immer wieder den aktivieren oder auch kaufen, wenn ihr es nicht buggen glitschen wollt. Und immer wieder den gleichen Frachter bekommen, immer wieder ein S-Upgrade. Aber das ist das Lustige dran, nicht immer das gleiche S-Upgrade, sondern zu allen verschiedenen Attributen, die es gibt. Also kommt immer random. Ihr könnt gleichzeitig noch das Frachtshot farmen. Das könnt ihr aber bei jedem, das ist egal, das geht nur nebenbei mit. Oder ihr könnt auch Naniten farmen probieren, weil wenn ihr so ein S-Klasse-Ding verkauft, kriegt ihr 400 Naniten. Ihr könnt das in einer Minute den Frachter durchrennen, das hin und her fliegen dauert ein bisschen länger, okay. Ist nicht die beste Methode, wollte ich nur nebenbei erwähnt haben. Gut, schaut dann aus wie folgt. Wir aktivieren uns Teil, gehen trickmäßig natürlich daher, legen es in die Raffinerie, dann wird es nicht verbraucht, machen einen Sprung. Oder auch nicht. Oh ja, was ich noch sagen wollte, es heißt immer ins reiche System. Wir sind hier in einem opulenten System. Also es muss nicht immer reich sein. Es geht auch opulent, wie man sieht. Da habe ich sogar mehr den ersten S-Klasse gefunden. Vielleicht ist die Chance niedriger als ein anderes System. Ich weiß es nicht, aber ich war schon in einigen reichen Systemen. Habe da nichts gefunden. Jetzt habe ich hier das gefunden. Bin eigentlich zufrieden damit, Vollgas. Und ja, also ich würde auch opulent, wenn es mal wirklich so wie ich zum Beispiel die Suche nach dem System beim Hals raushängt, nach die ganzen Reichen immer, ihr könnt es auch opulent mitnehmen. Das funktioniert auch. Und es muss nebenbei auch nicht immer ein Frachter mit 11, 12, was weiß ich wie viel Räumen sein. Der Frachter, den ich hier habe, habe ich mir eigentlich gedacht, scheiße, wieder ein kleiner. Der hat nur 9 Räume. Aber trotzdem wirft er S-Klasse ab. Also die Hoffnung nicht gleich aufgeben immer. Das kann wirklich sein, dass anscheinend wirklich alles irgendwie zusammenspielt. Ich bin jetzt opulent mit einem Frachter mit 9 Räumen und trotzdem S-Klasse. Also anscheinend würde ich da nichts. Ich würde eher in reich und opulent oder so gehen, aber ich würde jetzt nicht alles drauf verwenden. Auf scheitern natürlich und solche Systeme würde ich nicht gehen, aber wie gesagt, ich würde nicht alles verwenden. Guter Tipp: Beim Durchrennen nehmt nur die erste Kiste da immer mit und lasst den Rest liegen. Warum die erste Kiste? Weil diese Reparaturset man brauchen kann, auch zum Reparieren von Fregatten, allgemein Technologien. Es ist ja immer einiges wo kaputt. Von daher. Na, das geht leider nicht. Von daher mitnehmen. So. Und jetzt im Schnelldurchlauf, das dürfte nicht länger als eine Minute dauern. Los geht's. So, und ihr seht, ich bin durch. Das war jetzt nicht so schwierig.
ich habe noch Viertel Life von den Schilden. Das macht aber nichts, weil du müsstest schauen, dass da nicht so eine grüne Qualle rumschwirrt, weil die hat mich mal beim Looten dann gesprengt. Das war das Einzige, wo ich mal gestorben bin. Aber macht nichts. So, dann seid ihr durch. Wenn ihr den S-Klasse-Frachter habt, wie gesagt, ich wünsche euch alles Glück, was geht. Ich habe lang gesucht danach. Kleiner Tipp. Diese Frachter sind ja random generiert, aber im System immer der gleiche. Deswegen funktioniert der Trick, mit dem da immer wieder, wenn man einen hat, springen und farmen. Aber falls ihr darüber nachgedacht habt, was ich mir auch gedacht habe, die, wenn man selbst, wenn ihr da in die Station fliegt, also in den Handelsposten oder in die Weltraumstation, meine ich da, und dann ausloggt, speichert, ausloggt und nach 3 Tagen wieder einloggt und dann springt, ist es noch immer der gleiche Frachter. Also das bleibt, das ist nicht zufallsgeneriert, pro Login und dann immer der gleiche und beim Ausloggen, Einloggen, neuer, das ist wirklich immer der gleiche. Ich habe es jetzt 3 Tage lang probiert, das ist wirklich der gleiche. Also gut, nur so nebenbei. Dann holen wir sich die Ding und S-Klasse. Handelsfähigkeiten. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich die überhaupt schon habe. Mir wird nur gerade ein bisschen kalt. Ich meine, ich habe Handelsfähigkeiten, ich weiß noch nicht, wie viel davon ich habe. Und dank diesem Item-Übertragungs-Uplink-Ding da kann man ja von hier aus eigentlich gleich nachschauen. Das wäre. Das Symbol kenne ich hier. Ja, das habe ich schon. Es sind 3 so Symbole. Ich könnte noch mehr nehmen. Ich könnte sie ja in die. Bei den Lagerbehälter hat keinen Sinn, glaube ich jetzt eigentlich. Weiß ich jetzt gar nicht, ob die da wirken. Das wäre mal interessant. Nö, da kann ich nicht reinlegen. Das wäre sehr cool gewesen. Aber das war fast vorherzusehen, dass das nichts wird. Ich kann den das ablegen. Mache ich aber nicht. Weil ihr seht, ich will das Inventar, brauche ich so auch noch ein bisschen Platz. Ich werde das jetzt nicht ablegen. Ich werde das mit Rechtsklick das abbrechen. Aber ich tue mal mit den Symbolen leichter, wenn ich es mal aktiviert habe. Und werde einfach das Teil jetzt für 84 Naniten dann verscherbeln. Und da geht das ganze Spiel von vorne los. Wie gesagt, das ist ein kleiner Guide. Ja. Das ist jetzt ein kleiner Guide. Wir holen uns jetzt wieder unsere ins Raumschiff rein. Warum Raumschiff? Wenn ich rausgehe, reingehe, so bin ich immer im Raumschiff, dann sehe ich ihn schneller. Der steht noch auch auf aktiv. Das ist jetzt im Namen durchrotieren da oben. Und weil drunter keine Taste E angeschrieben ist. Schaue ich immer und er geht wieder. Aktivieren den wieder. Nicht vergessen, wenn ist jetzt nicht der Weltuntergang. Wieder in die Raffinerie schmeißen. Das jetzt wir haben da jetzt praktisch in einer Minute, was der Durchlauf, das ist ja Milchmädchenrechnung. Der Durchlauf dauert 1 Minute ungefähr. Bei meinem Fracht ist ja auch nicht bei jedem gleich. Aber man hat ja auch noch das Anfliegen da und das Warten, bis der Cooldown weg ist. Da geht es nur um Sekunden. Aber trotzdem haltet es mehr auf. Also pro Minute ein Modul darf man nicht rechnen. Ich rechne nur den Frachterdurchlauf gerade. Fairerweise muss man sicher 2-3 Minuten nehmen. Aber sind wir sich ehrlich, wenn das immer der gleiche Frachter bleibt, auch wenn ich auslogge, weggehe oder sonst was, werde ich mir hier auf dem Planeten ein Portal, eine Base hinstellen, nur mit einem Portal und werde sie da auf den Frachter upgraden. Weil, warum jetzt ewig da rumrennen und mich quälen, wenn es wirklich dann mal wirklich wichtig ist, also essentiell wichtig ist, ich brauche die Upgrades, dann brauche ich nur dahin porten und zack, die Bohne, bin wieder da. Die Reparaturmodule brauche ich für meine Fregatten. Und dann schon wieder. Nächster Durchlauf. Gleicher Frachter, gleiche Zeit. Und los. So, das war jetzt ungefähr eine Minute, 1,5. Wie ich es erwähnt habe, vergesst nicht, diese grünen Dinger da wegzuballern. Die Quallen, weil die sprengen euch sonst beim Looten. Da sind wir wieder. Also ihr seht, ihr habt es jetzt im Schnelldurchlauf gesehen, aber man erkennt es auch im Schnelldurchlauf. Ich habe
eigentlich innerhalb des Raums ist jetzt nicht einmal geschossen. Ich bin einfach vorbeigerannt. In 99% der Fällen, Geschwindigkeit der Flotte, sehr schön, sind schneller zurück. In 99% der Fällen reicht es einfach durchzulaufen. Jetzt wird sich denken, warum sagt er 99%? Ganz einfach, weil es nie eine hundertprozentige Sicherheit gibt. Und ich nur sagen kann, bei all meinen Runs bin ich ohne Waffengewalt einfach durchgekommen, bin nicht gestorben. Es war manchmal, wenn die Drohnen ein bisschen kompakt fliegen, also so drei, vier vom Fleck und alle werden aggro, ist es halt ein bisschen, ja, da geht das Schild ein bisschen weiter runter, man kann sie auch aufladen wieder. Also es ist überhaupt keine Hexerei. Also so, das funktioniert schon. Aber prinzipiell müsst ihr eigentlich nicht schießen. Das geht einfach so auch. Dieser dämliche feindliche Scan geht mir schon auf die Nerven langsam. Was will er? Falschen, nur 2 Millionen. Scheiße, kriegst du von mir. Gut, während ich die bekämpfe, werde ich euch mich verabschieden und sagen danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin sorry für so ein bisschen blöd reden gerade, das ist ein bisschen ablenkend. Ich habe die ganzen Geräusche hier sind nicht stark in die Kopfhörer. Okay. Ihr seht es, ist beim Durchrennen es filmt die Schiffe. Man muss sich eigentlich keine Gedanken drum machen um die Dinger, weil eigentlich. Oh, einer. Wie viel gibt's denn von denen da? Okay, jetzt habe ich irgendwie den Falschen erwischt. Gut, toll. Sei es drum, was soll's. Also, ihr habt jetzt gesehen, worum es mir eigentlich ging. Man kann sich so die Frachter-Upgrades holen, wunderschön zusammensammeln und hat eigentlich auch relativ wenig Probleme damit. Es geht recht easy going. Und ich hoffe, es hilft euch. Mir hat es geholfen. Ich habe mal so lange der. Das ist nebenbei mit dem Notfallsübertragungskommunikator-Teil da. Das ist so ein Bug-Glitch-Teil und das wird nicht ewig funktionieren. Macht es bald, bevor das nächste Update kommt. Sean Murray hat ja gemeint, es kommt bald wieder eins. Zumindest hat es angedeutet. Nicht, dass wenn das gefixt ist, dann geht wieder nichts mehr. Übrigens schaue ich auch da immer wegen Fregatten. Ich habe da schon ein paar S-Klasse bekommen. Wenn es zu viel sind, verwirre ich mich da immer. Aber ansonsten durchschauen, lohnt sich. Ein paar S-Klasse habe ich schon. Gut, dann danke. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst ein Abo da, supportet mich, schaut es wieder rein. Dann kann ich euch mehr von dem ganzen Scheiß hier bieten und dem ganzen anderen tollen, lustigen Sachen. Grounded, es steht an. Grounded, weil kommt bald wieder, wenn ihr das Video seht. Ist es ungefähr. Wie viel ist denn heute? 2 Tage vor dem ersten Content-Update für Grounded. Und No Man's Sky wird sowieso auch weitergespielt. Das ist auf meinem Kanal immer Survival. Gibt es immer. Und dazwischen ein paar andere. Aber Fall Guys mal. Einfach nur, weil es lustig ist. Kein Glück mit Frachter, leider. Gut. Während ich hier jetzt weitermache, wird der Part mal beendet. Weil jetzt habe ich mich eh schon dreimal verabschiedet, weil ich so abgehängt war die halbe Zeit. Aber wie gesagt, es funktioniert recht gut. Geschwindigkeit, das kann ich nur nehmen. Und das weg. Ja, oder? Ja, aber das steigt da eigentlich nur um 0,2 oder so. Ob sich's rentiert oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Gut, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo da lassen, Glocke hämmern und verpasst kein Video. Bis dann und ciao.